In dem Sinne, moin liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Matti reagiert. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute reagieren wir auf Hector Mancha und seinen FISM Act. Die FISM, das ist die Fédération Internationale Society of Magicians, irgendwie sowas. Ich kann kein Französisch. Auf jeden Fall ist es sozusagen der internationale Verband der Magier. Und die veranstalten alle drei Jahre eine Weltmeisterschaft der Magie. Und im Jahr 2015 hat Hector Mancha dort gewonnen. Mit genau diesem Act und einer Aufnahme dieses Acts, das ist jetzt nicht die original FISM Aufnahme. Wo sind meine Kopfhörer? Da. Eine Aufnahme davon gucken wir uns jetzt an. Let's go. Ich finde allein das jetzt schon so krass, weil seine Hände so eindeutig leer aussehen. Und jetzt kommt mir nicht mit, ja, guck das doch einfach Frame für Frame, 0,25 Geschwindigkeit. Ach, halt einfach der Maul. Das hat nichts mit Magie zu tun. Mich regen diese Kommentare so auf, guck das in Zeitlupe, dann erkennst du alles. Will ich gar nicht. Ich will es nicht in Zeitlupe gucken und erkennen. Ich will, dass ihr das schätzt. Das ist der Sinn dieses Formats. Ich möchte euch nicht erklären, wie es geht. Und ich frage auch nicht nach einer Erklärung, sondern ich möchte, dass wir das gemeinsam einfach wertschätzen können. Guck mal, wie unglaublich leer seine Hände aussehen mit dieser Geste hier. Und er zaubert trotz... Guck, alleine das hier, wie er hier in die Luft greift. Diese Hände sind einfach leer. Ja, okay, ich habe gerade pausiert. Man hat dann einen Schatten gesehen, wie dem auch sei. Ja, das Licht hilft ihm, es ist im Dunkeln. Aber Alter, das sieht so magisch aus. Vor allem live auf der Bühne, da kann man nämlich nicht pausieren. Wow. Hammermagisch. Das ist echt krass, Mann. Habt ihr die Übergabe gerade gesehen? Habt ihr die Übergabe gerade gesehen? Einfach ultra badass, Alter. Wirklich, wenn du weißt, was da so ungefähr passiert, wenn du so ungefähr eine Ahnung davon hast, was da gerade passiert sein muss, dann ist das noch bemerkenswerter als sowieso schon. Wisst ihr, was ich auch schön finde daran? Das ist etwas, da macht sich vielleicht nicht jeder Laie so sonderlich viele Gedanken drum, aber das muss man wirklich auch einfach mal appreciaten an der Stelle. Die Musikauswahl ist so nice, das gefällt mir so gut, weil er hier eben nicht ganz klassisch haben Manipulationsnummern so oft immer zwei verschiedene Musiktypen. Entweder bam, 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 und hier eine Katze, da eine Katze, da eine Katze, bam, bam, bam. Oder was ich gefühlt millionenfach auch überall schon gesehen habe, ist... Ey, es ist zum Kotzen, wirklich. Alle nehmen immer so dieselbe Art Musik und das finde ich wirklich cool. Das gefällt mir hier sehr gut.
Aber auch hier ist natürlich wieder, das sieht schon sehr stark aus nach ich halte was fest. Ne? Das ist genau das, was ich auch bei Mike Chow sehr kritisiert hatte in der Infokarte. Da oben geht es zu meiner Reaktion auf ihn. Da war ja auch so ein bisschen das Problem, das ich gesehen hatte. So, Alter, du kannst nicht hier so machen und dann was produzieren aus der Hand. Ne? Das ist natürlich was anderes jetzt. Okay, da war ein Cut. Ach, so eine brutale Produktion. Das ist krass, Mann. Das ist wirklich krass. Also Freunde, was ich hier auf jeden Fall auch ansprechen möchte ist, es sieht vielleicht oft so aus, als würden sich Dinge wiederholen, aber ich kann euch so sagen, keine Produktion gleicht hier der anderen. Also er macht immer was anderes. Ein paar Wiederholungen gab es, aber das basiert nicht alles auf der gleichen Methode, sondern hier ist die ganze Zeit Abwechslung. Er macht hier die ganze Zeit andere Dinge, einfach um es mehr und mehr und mehr rechtfertigen zu können, um noch freier hier die Hände zu zeigen, dann hier die Hände so zu zeigen, dann die Hände so halten zu können. Dazu nutzt er völlig verschiedene Methoden. Also es ist nicht die ganze Zeit das Gleiche, was wir hier sehen. Schade, da flasht er leider in den Kamerawinkel sogar die Backpump Production. Das ist so badass, ist so krank, dass er... Guck mal. Überleg mal, ihr habt alle bestimmt Millionen Mal so eine Backpump-Production schon gesehen, aber die Finger sind immer zusammen, weil man weiß, dass hier zwischen den Fingern die Magie passiert, weil ich hier ja die ganzen Karten festhalten muss zwischen den Fingern. Ja, ist logisch, weil ihr wisst, dass ich sie hinter meiner Hand verstecke, eigentlich gewissermaßen so. Und bap, da ist die letzte. Und was er hier tut ist, er macht so, zeigt, ich habe nicht zwischen den Fingern und produziert sie dann. Das ist so ein krasses Upgrade und auch wenn man weiß, wie es funktioniert, okay, mir hat da vielleicht der ein oder andere Vogel ist ein bisschen was gezwitschert, okay. Aber auch wenn man das weiß, alter Schwede, es ist so ein krasses Upgrade und so viel magischer direkt nochmal. Und es ist schön, dass er es nicht direkt so anwendet, sondern dass er das ans Ende seiner Nummer packt sozusagen, dass du einen Spannungsaufbau hast. Er fängt mit was Krassem an, dann macht er was Bekanntes in der Mitte, setzt dann aber wieder was Neues drauf, was vielleicht nicht jeder kennt und hat dadurch eine super, super spannende Interessenkurve. Also es wird nicht langweilig. Und die Musik ist natürlich perfekt gewählt dafür. Wisst ihr, was hieran bemerkenswert ist? Diejenigen von euch, die die Perfect Production selbst beherrschen, das hier, wie ruhig er alle Finger hält und nur der Daumen die Arbeit macht, das ist verdammt schwierig und erfordert sau viel Training. Und dieser Hut ist so genial zum Laden, das ist crazy, wie intelligent das einfach ist.
Wow, das war so schön visuell. Das erinnert mich daran, wenn du so Stahlwolle anzündest, ne, und dann so. So sah das so ein bisschen aus. Ja, der Soundeffekt gerade, der war ganz wichtig, weil sonst versteht ihr nicht, was ich meine. Wie er das Klatschen rechtfertigt, um die Karten von einer Hand zur anderen rüber zu. What? Leute, das ist Overkill. Es ist wirklich Overkill, wie viel er hier noch hintereinander raushaut. Und wie viele verschiedene Methoden er hier noch einfach mal eben so raushaut. Das sind 5 Sekunden teilweise von seinem 10-Minuten-Act oder so. Oder 5-Minuten-Act. Nur 5 Sekunden davon und dafür wieder eine komplett eigene Production. Hammer. Da kommt noch was. Er setzt noch einen drauf. Ich dachte gerade kurz, dass alle Karten auf dem gesamten Bühnenbild im Hut verschwinden. Da hätte ich geheult. Hammer. Hammermäßig. Das war der absolute Hammer, Freunde. Das war wirklich, wirklich, wirklich genial. Es hat so viel Spaß gemacht anzuschauen und darüber zu sprechen mit euch, wirklich. Ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als checkt das Originalvideo aus. Das Schöne ist, das, worauf ich hier reagiert habe, der Act ist Teil eines Videos auf dem Kanal von Shin Lim. Hector Mancha hat außerdem dem guten Shin auch noch ein Interview gegeben. More like that. And I thought, why not? Then I changed the card. Also er erklärt hier so ein paar Hintergedanken zu seinem Act. Wie ist das genau so entstanden und wie ist es genau so geworden, wie es geworden ist. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr auf dem Matti-Kanal und Sonntag um 14 Uhr hier zurück zu einem neuen Video. Bis dann, euer Matti. Und danke für den ganzen Support über die letzten Wochen und Monate. Wirklich herzlichen Dank dafür. Ich weiß das echt zu schätzen. Es war jetzt echt eine miese Lochphase für meinen Kanal und es war ein schwieriges halbes Jahr, das schwierigste in meiner ganzen YouTube-Laufbahn soweit, und alle, die trotzdem bei mir waren und zu mir gehalten haben, mich durch dieses Loch begleitet haben und trotzdem noch am Start sind und meine Videos schauen, euch allen wirklich einfach von Herzen Dankeschön. Bis morgen, euer Matti und ciao.